Ja, hallo, mein Name ist Farid und der Blackie hat mich gebeten, für euch eine kleine Decktech zu machen zu meinem Pet-Deck Colorless Post. Das ist, wie gesagt, ein farbloses Deck. Gucken wir uns einfach mal an, was alles so gespielt wird. Wir fangen mit der Mana-Basis an. Wir haben Länder. Warum heißt das Deck Post? Oft auch 12 Post genannt. Wir haben die Post-Länder. Das ist der Cloud-Post. Der kommt getappt ins Spiel und macht einen Mana für jeden Locus. Er hat den Subtyp Locus. Und wenn man zwei von hat, tappen beide für zwei. Das ist eine super Mana-Acceleration. Als nächstes haben wir den Glimmer-Post. Das sind die Posts 5 bis 8. Die, wenn die ins Spielfeld kommen, bringen die ein Leben für jeden Locus, den man auf dem Spielfeld hat. Auch den Untertyp Locus tappen nur für einen Mana, kommen aber ungetappt. Wenn man mit dem Cloud-Post anfängt und dann Glimmer-Post legt, dann hat man schon drei Mana am zweiten Zug. Die nächsten Posts von unserem 12-Post-Decks sind Vesuvas. Mit dem Vesuva können wir ein beliebiges Land auf dem Spielfeld kopieren. Das heißt, wir können es auch als Cloud-Post oder als Glimmer-Post ins Spielfeld kommen lassen. Und unser 12. Post wäre die Thespian Stage. Die kommt als normales Land ins Spiel, die für ein farbloses Tab. Und wir können das Land für zwei Mana zu einer Kopie von einem Land machen. Im besten Fall den Cloud-Post. Dann tappt das auch schon direkt für 2, 3, 4, manchmal auch 5 oder 6 Mana. Man könnte natürlich auch das 4. Vesuva spielen, aber die Thespian Stage hat natürlich noch mehr andere Synergien, dass man zum Beispiel gegen einen Dark Depths-Spieler sich seinen eigenen Token machen kann mit der Thespian Stage. Manchmal kann man sich damit ein Basic kopieren, falls jemand viele Wastelands hat. Man kann halt auch viele andere Utility-Lands aus dem eigenen Deck damit kopieren. Das heißt, es ist als One-Off immer eine sehr gute Option in dem Deck. Als nächstes haben wir die Ancient Tombs. Die sind keine Besonderheit im Legacy. Die tappen für zwei Mana, machen einem zwei Schaden. Ist eine super Karte, wenn man am Anfang des Spiels ein bisschen Acceleration braucht. Als nächstes kommen wir zu der einzigen Reserved-Karte in der Mana-Base. Das ist die City of Traitors. Genauso wie das Ancient Tomb tappt die auch für zwei Mana. Hat aber den Nachteil, wenn man ein weiteres Land von der Hand spielt, dann muss man die City of Traitors opfern. Ist aber auch im Mid-Game ganz gut, um die letzten paar Manas zu geben, wenn man zu irgendwas rauswampen möchte. Danach haben wir einige Utility-Lands. Das wäre zum Beispiel die Inventor's Fair. Ist ein legendäres Land, das zum Upkeep ein Leben bringt, wenn man drei oder mehr Artefakte kontrolliert. Ist nicht ganz so relevant, tappt auch für ein farbloses. Der wichtige Effekt ist, dass man das für vier Mana opfern kann, wenn man drei oder mehr Artefakte hat und sich aus seiner Bibliothek ein Artefakt suchen kann. Das ist manchmal wichtig, um Combo-Pieces zu finden oder einfach nur wichtige Elemente, die man gerade braucht. Dann haben wir die Cascading Cataracts. Das ist ein unzerstörbares Land, das für farblos tappt. Und für fünf Mana kann man da eine beliebige Farbkombination machen. Das ist natürlich praktisch, wenn man nach dem Sideboarding seine Leyline of the Void spielen will. Aber die hat natürlich auch sehr, sehr gute Interaktion mit Golos. Damit kann man Golos aktivieren. Und das Unzerstörbare ist manchmal nicht zu verkennen, weil manche Gegner wissen das einfach nicht und dann versuchen die das zu wastelanden. Dann machen wir weiter mit Utility-Ländern. Da haben wir die Blast Zone. Die ist im aktuellen Meta sehr gut, weil viele Delver-Decks oder aggressive Kreaturen-Decks unterwegs sind. Damit kann man halt viel wegräumen. Auch hat Instant Speed im gegnerischen Zug. Es ist einfach auch für andere Hate-Pieces gut, wenn man das langsam hochticken kann. Die Blastung sagt, sie kommt mit einem Charge-Counter ins Spiel. Man kann sie für ein farbloses Tappen oder für XX und Tappen X Charge-Counter drauf machen. Das heißt, man kann die Anzahl der Charge-Counter erhöhen. Und der letzte Effekt ist, für 3 Mana Tappen und Opfern zerstört man jeden Non-Land Permanent mit den umgewalten Mana-Kosten der Anzahl der Charge-Counter auf der Blast-Zone. Das heißt, es sind nicht nur One-Drops, die man damit abräumen kann, sondern halt auch für 2, 3, 4, 5 Mana. Je nachdem, wie viel Mana man hat, stehen einem alle Möglichkeiten offen. Wichtig dabei ist, dass es genau die Anzahl der Charge-Counter sind, also nicht weniger oder mehr. Das heißt, man muss sich genau aussuchen, welche Mana-Kosten man abräumen möchte. Und dann ein weiteres Utility Land, das könnte man dem Blackie direkt aus seinem Death in Texas geklaut haben. Das ist ein Caracas, das ist super, wenn man seinen eigenen Golos bouncen will, aber auch manchmal einfach unabdingbar, wenn man gegen Show and Tell oder Reanimator spielt oder Dark Depths. Da ist es manchmal die letzte Karte, die einen retten kann. Und das letzte Land, einer der Flex-Slots in dem Deck, ist ein Urborg, Tomb of Yawgmoth. Das verwandelt jedes Land ist zusätzlich noch ein Sumpf zu allen anderen Ländertypen. Das heißt, die Ancient Tombs können damit für schwarzes Mana getappt werden, ohne dass man Schaden bekommt. Und man kann damit auch eine Leyline spielen, aber es ist manchmal einfach nur wichtig, dass man halt diesen Schaden von den Ancient Tombs damit umgehen kann. Ja, von der Mana-Base gehen wir jetzt direkt weiter zu den Spells und fangen an bei den Mana-Rocks. Da fangen wir an mit dem Grimm Monolithen. Der ist auch ein wunderschönes Mana-Artefakt. Der kostet 2 Mana, kann für 3 farblose Mana getappt werden und für 4 farblose Mana enttappt werden. Und jetzt nicht zu vergessen,
er enttappt nicht während der Untap-Phase. Das heißt, das ist ein einmaliger Boost und man muss dann halt 4 Mana reinstecken. Das Deck kann diesen Mana-Boost sehr gut ausnutzen und dementsprechend eine nicht zu verzichtende Karte in dem Deck. Dann machen wir weiter mit dem Basalt-Monolithen, die Budget-Variante vom Grimm-Monolithen, könnte man sagen. Kostet 3 Mana, also 1 Mana mehr. Ansonsten ähnliche Effekte, kann für 3 Mana getappt werden, kann aber auch für 3 Mana enttappt werden. Das ist weniger als beim Grimm-Monolithen und er enttappt auch nicht im Upkeep. Aber der hat noch eine wunderbare Synergie mit einer weiteren Karte und das ist das Forsaken Monument. Das Forsaken Monument ist ein neues Artefakt aus Zendikar Rising, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist für 5 farblose Mana ein legendäres Artefakt und da wird man oft gefragt, was das eigentlich alles tut, weil da sind viele Wörter drauf. Farblose Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +2/+2. Wenn man ein Permanent für ein farbloses tappt, kriegt man ein zusätzliches farbloses und immer wenn man einen farblosen Spell castet, dann bekommt man 2 Leben. Die Interaktion ist natürlich mit dem Basalt-Monolithen. Der tappt dann für 4 farblose Mana, enttappt für 3. Das heißt, man kann das beliebig oft wiederholen und hat dann unendlich viel Mana. Und unendlich viel Mana ist eigentlich eine ganz nette Sache, wenn man große Spells hat, die man zaubern möchte. Und als letztes noch eine Karte, die mir sehr am Herzen liegt. Der Manifold Key ist die verbesserte Variante vom Voltaic Key. Für 1 Mana ein Artefakt, enttappt für 1 Mana und tappt ein anderes Artefakt. Das heißt, damit kann man seine Grimm-Monolithen und Basalt-Monolithen jederzeit enttappen. Und der vergessene und fast schon geheime Modus ist für 3 Mana, kann man eine Kreatur für einen Zug unblockbar machen. Hat mir mehr Spiele gewonnen, als ich eigentlich zugeben möchte. Aber viele Leute vergessen das einfach. Dann gehen wir zur nächsten Kategorie über. Der Grund, warum das Deck auch oft als Stompy-Deck bezeichnet wird. Wir haben hier Chalice of the Void. Chalice of the Void, für Legacy-Spieler auf jeden Fall keine unbekannte Karte. XX Mana kosten und die Chalice of the Void kommt mit X Charge-Countern aufs Spielfeld und wenn ein Spieler einen Zauber zaubert mit den umgewählten Mana-Kosten gleich der Anzahl der Charge-Counter drauf, dann wird dieser Spell gecountert. Setzt man meistens auf 1, dann gibt es kein Brainstorm mehr, kein Ponder, kein Swords to Plowshares und was es sonst noch alles gibt. Deswegen ist es eigentlich immer ganz nett, wenn man das mit dem Ancient Tomb schnell rausbringen kann. Vielen Leuten unbekannt ist aber auch, dass man das auch auf größere Zahlen wie 3, 4, 6 oder auch 15 setzen kann. Man sieht jetzt natürlich auch, dass ich selber hier einen Manifold Key spiele und viele sagen, ja, das macht ja keinen Sinn. Der wird ja vom eigenen Chalice gecountert. Meistens geht es mir sehr gut, wenn ich eine Chalice auf dem Spielfeld liegen habe und es wird oft genug abgeräumt, dann spiele ich danach meinen Manifold Key und der gibt mir den Mana Vamp oder der wird einfach vorher gespielt. Also leichte Dis-Synergien sind auch immer kein Problem in Decks. Als nächstes Hate Piece haben wir dann die Trinisphäre. Die Trinisphäre kostet 3 Mana und sorgt dafür, dass solange sie ungetappt ist, jeder Spell auch mindestens 3 Mana kostet. Das heißt, keine kostenlosen Force of Wills mehr, kein 1 Mana Brainstorm mehr. Ist halt eine super Karte, weil das eigene Deck nicht so viele Spell spielt, die 3 oder weniger, also 2 oder weniger kosten. Und dementsprechend kann man damit halt seine eigenen Züge ein bisschen beschützen, dass man halt nicht so viel counterspellt wird. Dann aktuell nur ein One-Off, die Sphere of Resistance, alle Spells kosten 1 mehr. Wenn die eigenen Länder für 2, 3 oder 4 Mana tappen, kann man das wesentlich besser verkraften als die Gegner. Ist eine aktuelle Meta-Variante, dass da weniger von gespielt wurden. Letztes Jahr hatte ich noch 4 davon im Deck, aber das ändert sich regelmäßig. Als nächstes haben wir das Sorcerer's Spyglass. Das Sorcerer's Spyglass ist eine super Karte, einfach um Informationen über die gegnerische Hand zu bekommen. Und die sagt halt aus, für 2 Mana farbloses Artefakt. Wenn das ins Spielfeld kommt, guckt man sich die Hand von dem Gegner an und benennt eine beliebige Karte. Und die aktivierten Fähigkeiten von der Karte mit dem genannten Namen können nicht aktiviert werden, solange es keine Mana-Fähigkeiten sind. Das heißt, man kann damit Wastelands abschalten, man kann Ports abschalten oder wenn der Gegner langsam ist, kann man auch Fetchlands abschalten, aber auch beliebige Kreaturen, Planeswalker, Artefakte. Es kann auch passieren, dass ich im Mirror-Match einen Kahn vom Gegner ansage, meinen eigenen nicht mehr benutzen kann. Gegen viele Decks ist die Information auch einfach wirklich, wirklich wertvoll, dass man weiß, was man wann spielen möchte. Und als letztes, auch eine aktuelle Meta-Wahl, spielen wir Warping Veil, die einzige Instant-Speed-Interaktion in dem ganzen Deck. Warping Veil ist für 2 Mana ein farbloses und ein generisches Mana, ein Instant-Speed-Spell, der 3 Modi hat. Der erste ist Exile eine Kreatur mit Power oder Toughness 1 oder weniger. Der zweite ist Counter-Target-Sorcery-Spell
Und der dritte ist, man macht ein 1-1 Eldrazi Skion Token, den man für einen Mana opfern kann. Alle drei Modi sind davon relevant. Ich habe unzählige Kreaturen entfernt. Ich habe Sorcery Spells wie Show and Tell oder Doomsday damit gecountert. Oder mir einfach einen Skion Token gemacht, der für Days Mana bezahlen kann. Oder auch für 4-5 Schaden schon angegriffen hat. Man könnte es auch liebevoll den Void Charm nennen. Als nächstes gehen wir mal zur Action von dem Deck, weil bisher haben wir davon noch nicht viel gesehen. Wir haben Planeswalker. 2019 hat auch bei uns zugeschlagen. Khan the Great Creator, eine Stockkarte, die kaum wegzudenken ist aus dem Deck, ist für 4 Mana ein Planeswalker mit 5 Loyalitätsmarken. Vierte Fähigkeiten von Artefakten von einem Gegner können nicht aktiviert werden. Super relevanter Effekt, kann als Win-Condition wichtig sein oder auch einfach nur, um den Gegner richtig auf den Sack zu gehen. Mit der +1-Fähigkeit kann man ein Nicht-Kreaturen-Artefakt in eine Kreatur mit der Power und Toughness gleich der umgewandelten Mana-Kosten verwandeln. Ist gut, um eigene Kreaturen als Blocker parat zu haben oder auch einfach, um Sachen beim Gegner in Kreaturen zu verwandeln, die man dann entfernen kann. Oder auch mit anderen Artefakten zusammen halt Länder zerstören. -2 ist ein Wish-Effekt. Man kann ein Artefakt, das man im Sideboard hat oder im Exil vorzeigen und auf die Hand nehmen. Ist super relevant. Das heißt, man hat auch im Game 1, 2 und 3 auch auf wichtige Hate-Pieces im Sideboard Zugriff. Dementsprechend super vielfältig. Die möglichen Targets aus dem Sideboard werden später noch erklärt, aber Khan hat auf jeden Fall einige Win-Conditions oder andere Hate-Pieces, die einfach wichtig sind, um das Matchup zu gewinnen. Die nächste Karte aus 2019, Ugin the Ineffable, für 6 Mana, farbloser Planeswalker, farblose Spells kosten 2 weniger. Mit der +1-Fähigkeit macht man sich einen 2-2 Spirit-Token und exilt die oberste Karte seiner Bibliothek darunter. Wenn der Spielfeld verlässt, nimmt man die auf die Hand. Card War in farblos ist super. Und dabei kann der Planeswalker sich auch noch beschützen. Der ist grandios. Und zusätzlich dazu hat er noch eine -3-Fähigkeit, mit der man einen farbigen Permanenten zerstören kann. Das heißt, er ist auf einer mittleren Mana-Kost alles, was das Deck eigentlich haben wollte. Und dann zum Top-End von dem Deck haben wir Ugin the Spirit Dragon, ein Freund von jedem Standardspieler aktuell, der jedes Jank-Deck auf einmal mit einer Win-Condition ausstattet, auch im Legacy spielbar. Ein 8-Mana-Planeswalker mit 7 Marken drauf. +2 ist ein Lightning Bolt auf ein beliebiges Target. -X exilt alle Permanenten mit ein oder mehr Farben, also in der Regel 0 Permanente aus dem eigenen Deck. Das heißt, man hat einen One-Sided Board Wipe damit parat und die -10-Fähigkeit ist normalerweise, du gewinnst das Spiel, indem du 7 Leben bekommst, 7 Karten ziehst und dann darfst du 7 Permanents aufs Spielfeld legen. Dann, damit wir Action finden, haben wir auch noch ein bisschen Card Selection, nicht ganz Brainstorm oder Ponder. Wir spielen einen Maze Mind Tome für 2 Mana, ein Artefakt, dass man zum Grind tappen kann, dann kommt eine Marke drauf, für 2 Mana und tappen kann man eine Karte ziehen und wenn man das 4-mal gemacht hat und da 4 Page Counter drauf sind, wird es ins Exil geschickt, man bekommt 4 Leben, das heißt, man bekommt Leben und darf gleichzeitig auch noch ein bisschen Card Selection betreiben. Und die nächste Karte im Card Selection Pool ist die Mystic Forge. Für 4 Mana ein Artefakt. Man kann sich die oberste Karte der Bibliothek jederzeit angucken und die oberste Karte auch casten, wenn es ein Artefakt oder ein farbloses Non-Land Permanentchen ist. Für ein Mana kann man, für ein Leben kann man es auch tappen und schickt dann die oberste Karte ins Exil. Das heißt, man kann damit auch Länder aus dem Weg räumen. Man kann damit auch Länder aus dem Weg räumen. Ist eine super Karte. Damit fühlt sich das Deck manchmal an wie ein Storm-Deck. Und dann schauen wir uns noch an, was für Kreaturen gespielt werden. Wir haben natürlich keine kleinen Kreaturen. Wir haben die kleinsten Kreaturen und größten Kreaturen gleichzeitig. Wir spielen die Walking Ballista. Für XX, ein Artefaktkonstrukt, das kommt mit X Marken aufs Spielfeld. Man kann eine Marke entfernen und einen Schaden schießen. Das heißt, das ist Blocker, Removal und auch eine Win-Condition, wenn man genug Mana hat. Für 4 Mana kann man nämlich auch noch später Marken drauf machen. Das ist ein ganz solides Kärtchen. Dann spielen wir noch ein Thought-Nazir. Für 3 generische Mana und ein farbloses Mana haben wir einen 4-4 Eldrazi. Wenn der ins Spielfeld kommt, zeigt der Gegner seine Hand vor und man kann sich eine Nicht-Landkarte von aussuchen ins Exil schicken. Wenn er das Spielfeld verlässt, zieht der Gegner wieder eine Karte. Das ist einfach super auch für die Information, um zu sehen, was hat der Gegner auf der Hand. Meistens tauscht man damit auch, wenn er das Spielfeld wieder verlässt, die beste Karte gegen eine zufällige Karte aus seinem Deck, was immer besser ist. Dann haben wir noch eine weitere 2019er Karte, Golos, Tireless Pilgrim, der unermüdliche Pilger. Wenn ein Spielfeld kommt, durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einem Land, bringen sie getappt ins Spiel. Das ist gerne mal ein Cloud Post oder ein Cascading Cataracts, damit wir seine Fähigkeit aktivieren können. Die besagt nämlich, für 2 farblose und Wuberg Mana schicken wir die obersten 3 Karten unserer Bibliothek ins Exil und die können wir bis zum Ende des Zugs spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Dabei ist auch wichtig, hier steht Spielen statt Casten, das heißt, wir können damit auch Länder spielen. Aus den 3 Karten, die wir gespielt haben, leider nur 1.
Er kostet 5 Mana, ist eine 3-5 Artefakt-Kreatur. Dabei ist auch nicht zu vergessen, dass es eine legendäre Kreatur ist. Das heißt, mit dem eigenen Karakas können wir ihn jede Runde bouncen, neu ausspielen, neues Land suchen oder auch einfach nur beschützen. Oder er sucht uns selber das Karakas, um gegnerische legendäre Kreaturen oder sich selber dann halt wieder zu bouncen. Und als letztes haben wir noch unseren guten Freund Ulamog, der ein bisschen hungrig ist, für 10 Mana eine 10-10 Kreatur. Und wenn wir ihn spielen, schicken wir die 2 Permanents vom Gegner ins Exil. Er ist unzerstörbar und wenn wir angreifen, schickt der Gegner die obersten 20 Karten seiner Bibliothek ins Exil. Das ist neben Ugin unser Top-End, mit dem wir dann halt auch unliebsame Permanents loswerden. Dann gehen wir zum Sideboard. Was haben wir im Sideboard? Wir haben Graveyard Hate. Graveyard Hate ab Turn 0. Wir haben die Leyland of the Void für 2 farblose, 2 schwarze. Kann man als Pre-Game-Effekt aufs Spielfeld legen. Karten, die beim Gegner in den Friedhof kommen würden, werden stattdessen ins Exil geschickt. Ist manchmal unabdingbar gegen Reanimator, Ogark oder Dredge. Man würde auch gerne das Playset spielen, aber das Sideboard ist ein bisschen eng vom Platz her wegen dem Wishboard, das der Khan braucht. Dementsprechend haben wir da noch einen weiteren Effekt. Und das wäre die Tormod's Crypt. Das kann man tappen und opfern und schickt alle Karten aus dem Friedhof von einem Spieler ins Exil. Und das kann man sich halt auch mit Khan raussuchen und direkt für 0 Mana spielen. Machen wir weiter mit dem Wishboard von Khan. Wir haben Microsynth Lattice. Für 6 Mana Artefakt. Das verwandelt alle Permanents in Artefakte. Zusätzlich zu den anderen Typen. Alle Karten, die nicht auf dem Spielfeld sind, Spells und Permanente, sind farblos, haben keine Farben mehr. Und Spieler können Mana bezahlen, als wäre es von jeder Farbe, um Spells zu spielen. Ist mit Khan eine Combo, da er verhindert, dass Gegner Länder tappen können für Mana, weil es Artefakte sind. Khan verhindert, dass man Artefakte aktivieren kann. Und eigentlich haben die Gegner damit keine Chance mehr, mit einem zu interagieren, wenn sie nicht Khan vom Spielfeld räumen können. Wichtig ist hier aber auch, dass alle Permanents und Spells, die nicht auf dem Spielfeld sind, farblos sind. Das heißt, man kann keine Spells mehr für Force of Vigor oder Force of Will exilen, um die zusätzlichen Kosten dafür zu bezahlen. Das heißt, es ist manchmal auch ein Protection Piece. Ja, das ist auch relevant für Natural Order zum Beispiel, wo man eine grüne Kreatur opfern muss. Der Gegner hat keine grünen Kreaturen mehr. Dann gehen wir weiter mit dem Wishboard. Wir haben das Liquid Metal Coating für 2 Mana Artefakt, das man tappen kann und einen permanenten ein Artefakt verwandeln kann. Das ist halt interessant, weil wenn man Khan draußen hat, kann das Artefakt oder der Permanent bis zum Ende des Zuges nicht mehr aktiviert werden. Wenn man das mit Khans +1-Fähigkeit kombiniert, kann man damit auch Länder zerstören. Länder haben keine umgewandelten Mana-Kosten und werden durch Khan dann in Artefaktkreaturen mit Stärke und Power 0 verwandelt und sterben sofort. Dann haben wir auch noch ein Sorcerer's Spyglass im Sideboard. Manchmal ist es einfach wichtig, dass man auch aus dem Sideboard jederzeit Zugriff darauf bekommt, wenn man weiß, der Gegner hat einen schlimmen Permanenten, einen Planeswalker oder irgendeinen Thespian Stage für seinen Dark Depths da liegen, dann möchte man das auch manchmal direkt tutoren. Als nächstes spielen wir noch eine Ensnaring Bridge. Das ist eine unserer Protection-Karten. Für 3 Mana Kreaturen mit Power größer als die Anzahl der Handkarten können nicht angreifen. Damit beschützen wir gerne unsere Planeswalker und haben halt auch durch Khan im Game 1 darauf Zugriff. Als nächstes spielen wir noch ein bisschen Removal. Ratchet Bomb für 2 Mana Artefakt. Und wenn man es tappt, kann man einen Charge Counter drauf machen. Man kann es opfern und zerstört dann alle Non-Land Permanents gleich der Charge Counter drauf. Das ist ähnlich wie die Blast Zone, aber halt nur in Artefaktform und kann aus dem Sideboard gesucht werden. Dann auch im Sideboard eine Walking Ballista. Immer sehr gut, wenn man mal unendlich viel Mana hat, kann man eine unendlich große Walking Ballista machen. Das tötet die meisten Gegner in der Regel. Und dabei ist es praktisch, wenn man die auch im Sideboard hat, damit man die mit Khan direkt sich suchen kann. Dann kommen wir auch schon zu den Flex-Slots im Sideboard. Für manche ein Flex-Slot, für mich eine permanente Daseinsberechtigung. Der Top-Orb, der schaltet Enter the Battlefield-Effekte ab. Das trifft zum Beispiel auch den eigenen Thought-Not-Seer oder Golos. In der Regel, wenn man die Karte legt, ist die so wichtig für das Spiel, dass einem das egal ist. Weil dann gewinnt man das Spiel sowieso. Dementsprechend gegen manche Decks unverzichtbar. Jetzt geht's weiter mit der Spice Factory. Wir spielen Spine of Ishzar. Für 7 Mana ein Artefakt, wenn das ins Spielfeld kommt, zerstört das einen Permanent. Und wenn es in den Friedhof gelegt wird, dann wird es von dort direkt wieder auf die Hand gebracht. Ist eine extrem gute Karte gegen Show and Tell oder gegen den Mirror. Wenn beide Spieler Cloud Post spielen, ist es manchmal unfassbar wichtig, dass man irgendwas mit seinem Mana machen kann und auch Länder entfernen kann. Zum Beispiel einen Eye of Ugin oder halt im Show and Tell die Omniscience.
die dann halt mit dem Trigger auf dem Stack entfernt wird, so dass er keine Sorcery Spells mehr spielen kann. Und manchmal braucht man auch einfach nur irgendwas, um etwas loszuwerden, was halt keine Kreatur ist, was die Walking Ballista nicht loswerden kann. Was an der Stelle auch nicht zu vergessen ist, Khan kann Artefakte auch in Kreaturen verwandeln. Denn Meteor Golem ist eine 3-3-Kreatur, das Spine kann auch mal gerne für 7 vorbeikommen. Dann eine neue Karte aus dem Meta, Staff of Domination. Für 3 Mana jede Menge Effekte, kann man tappen, kann man enttappen, kann Kreaturen tappen, kann Kreaturen enttappen, kann Leben machen, kann Karten ziehen, kostet alles Mana, ist alles teuer. Ist alles nicht so wichtig, wenn man endlich viel Mana hat und das gewinnt einem das Spiel. Auch gegen Kontrolldecks, das Kartenziehen ist manchmal einfach wichtig. Dementsprechend aktuell sehr interessant, besonders wenn man die Walking Ballista ins Mainboard holt, weil man die Kreaturen loswerden muss, möglichst schnell, wie gegen Elfen oder Goblins oder Death in Texas. Und dementsprechend hat man dann hier noch einen Slot, mit dem man das Mana auch nutzen kann. Die Spice Factory geht dem Ende zu. Wir haben noch unser Schiff. Sky Sovereign Konsul Flaggschiff ist ein Vehicle, 6-5 für 5 Mana, fliegt, wenn das ins Spielfeld kommt oder angreift. 3 Schaden an eine Kreatur oder einen Planeswalker, die unser Gegner kontrolliert. Kann man auch mit Khan in eine Kreatur verwandeln, kann man auch für 3 Kruen, das heißt Golos oder Thoughtnotseer oder eine Walking Ballista. Ist gegen manche Decks einfach super, weil die meisten Kreaturen da nicht mehr als 3 Power oder Toughness haben. Und dann spielen wir auch noch ein bisschen Extra Removal im Sideboard. Wir haben einen Dismember. Für 1 farbloses und 2 phyrexianische Mana. Instant Spell. Eine Kreatur deiner Wahl kriegt -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Die 4 Leben bezahlen wir gerne mal. Bedeutet, dass wir auch ohne einen Ancient Tomb auch in Turn 1 schon irgendeine Kreatur loswerden können. Gegen manche Decks, die Turn 1, Turn 2 ihre kritischen Kreaturen aufbauen möchten, wie Goblins oder Elfen, ist es halt extrem wichtig, dass man da schon sehr früh interagieren kann. Dementsprechend sind das die 4 Leben dann auch gerne mal wert. Ja, dann reden wir mal über ein paar Maybe-Karten. Wir haben ein paar Länder, die man reinnehmen kann. Dadurch, dass wir halt keine Fetch-Länder haben oder keine Farben, die wir fixen müssen, haben wir halt viele Flex-Slots. Man kann sich dann halt immer überlegen, ob man Länder reinnehmen möchte. Eins davon wäre zum Beispiel eine Waste, ein Basic. Super gut gegen Wasteland. Wir haben das Problem, dass unser Deck relativ soft ist gegen Wasteland. Wir können uns damit mit einem Spyglass beschützen oder einfach, indem wir mehr Länder legen. Aber manchmal reicht das einfach nicht und ein Back to Basics ist immer noch die beste Karte gegen uns. Je nachdem, wie man sein Deck aufbauen möchte, kann man einen Waste spielen. Ein Eldrazi-Tempel. Wir spielen nicht viele Eldrazis, wir spielen nur Thoughtnotseer. Aber Thoughtnotseer sind wirklich, wirklich gut. Manche Decks spielen mehr Eldrazis, dann kann man auch mehr Eldrazi-Tempel spielen. Aktuell werden da keine gespielt, aber es ist auch immer eine Überlegung wert, ein paar mehr davon reinzumachen und Eldrazi-Tempel zu spielen. Dann hat man mehr Sol-Länder. Und dann haben wir noch Eye of Ugin. Es gibt Listen, die halt mehr große Eldrazi spielen, mehr kleine Eldrazis. Die kosten dann alle 2 farblose weniger. Ist ein super Land, wenn man halt mit Cloud Post richtig viel Mana generiert und sich jede Runde eine farblose Kreatur auf die Hand suchen kann aus der Bibliothek. Können da viele Kontrolldecks nicht mehr gegenhalten, besonders wenn dann ein Ulamog kommt, ein Emrakul oder ein Kozilek. Dementsprechend ist das auch immer eine Überlegung, je nachdem, wie man sein Deck auslegt. Es gibt auch die grüne Postversion, die spielt auf jeden Fall ein Eye of Ugin und die hat das auch als Teil der Win Condition. Wenn man seinen Emrakul loopen kann, das ist nicht unser Plan. Wir haben andere Möglichkeiten zu gewinnen. Wir machen Infinite Mana, wir können Walking Ballistas spielen, wir können unser Deck ziehen. Aber andere Decks haben andere Pläne. Ist auf jeden Fall auch immer eine Karte, die man mal ausprobieren kann. Gehen wir weiter zu den Planeswalkern. Ab und zu wird er noch gespielt. Khan, Sign of Ursa. +1 lässt einen Karten ziehen. Der Gegner gibt einem die Schlechter von beiden. -1, man nimmt eine andere Karte aus dem Exil, die im Silver Counter da hingelegt wurde. Und -2 macht einem farblose Konstrukt-Tokens, die so stark sind wie die Anzahl der Artefakte, die man hat. Es ist auch ein Value-Piece. Es kommt immer darauf an, wie schnell das Meta ist. Gegen viele aggressive Decks hilft einem manchmal so ein kleiner Token, aber manchmal wird er auch einfach nur weggemacht, dann stirbt der Karl, man hat nichts gewonnen. Kann man aber immer mal ausprobieren. Dann haben wir noch andere Mana-Pieces, der Tran-Dynamo. Durchs Forsaken Monument spiele ich jetzt Basaltmonolith. Vorher hat man Tran-Dynamo gespielt. Der kostet zwar 4 Mana, macht auch nur 3, aber der enttappt im Upkeep. Das heißt, mit so einer Karte ist man auch gegen Back to Basics oder Blood Moon halt immer mit farblosen Mana versorgt. Und es kann manchmal alles sein, was man braucht, um seinen großen Ulamog oder seinen Ugin zu spielen, damit man das Spiel gewinnen kann.
Dann aus der alten Meta mit Oko und Teferi und der Burp Decay, die Stonecoil Serpent. Ist eine Kreatur, die X kostet, kommt mit X 1+1 Marken ins Spiel, hat Reach, hat Trample, hat Protection vom Multicolored. Es ist meine Version vom farblosen Questing Beast. Es gab Decks, die konnten nichts dagegen machen, wenn da so eine 10-10 Schlange vor ihnen stand. Und die hat auch einen Uro locker mal weggeraced. Dementsprechend war sie sehr, sehr gut. Jetzt ohne Oko und weniger, ja, 3, 4, 5 Mana Decks ist sie nicht mehr ganz so gut. Ich hoffe, sie kommt irgendwann nochmal wieder. Aber ansonsten auch immer was Gutes im Ordner zu haben. Dann haben wir noch weiteren Removal Spatial Contortion. Auch ein farbloses, ein generisches. Eine Kreatur kriegt +3/-3. Ist halt ganz nett. Man kann damit viele nervige Permanents loswerden. Sei es ein Elfen, Goblin, Collector Oof, einen Delver oder was man gerade so findet. Man kann damit auch seine eigenen Thoughtnotes, seinen Golos pumpen, damit die ein bisschen größer reinhauen. War wesentlich besser im Okometer, jetzt eher nur noch als Maybe-Karte. Vielleicht gucken, kommt sie demnächst nochmal wieder. Und dann haben wir noch für ein Mana den Candelabra auf Thanos. Den kann man tappen für x Mana, x unterschiedliche Länder enttappen. Das heißt, wenn wir mehrere Cloudbots haben, die für 3 oder 4 Mana tappen, können wir die alle enttappen, nochmal tappen. Der macht eine Menge Mana. Ist auch richtig praktisch, kostet leider auch eins in unserem Chalice-Deck. Könnte man durch den Key ersetzen. Ist auf jeden Fall nicht ganz so Budget, wird selten gespielt, ist aber immer eine Überlegung wert. Das war's dann auch mit der Deckvorstellung. Dann haben wir alles gesehen. Wir haben das Mainboard gesehen, wir haben das Sideboard gesehen und noch ein bisschen was aus dem Maybe-Board. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Deck, schreibt einfach einen Kommentar. Da antworte ich gerne auf alle Fragen, die ihr zum Deck habt. Gegen welche Decks ist dieses Deck hier gut? Wo möchte man gerne spielen? Was ist schlecht dagegen? Ansonsten kann ich ja hier nochmal einen kleinen Pitch geben. Wer gerne Legacy spielt, aber aktuell niemanden hat, mit dem er spielen kann. Ich spiele gerade sehr viel Webcam Legacy auf den MTG Paper Legacy Server. Da finden sich jederzeit Spieler, die mit euch spielen wollen. Wir haben regelmäßige Turniere, monatliche Turniere. Wir haben Fight Nights, wo man mit Meme-Decks spielt, wo man mit alten Decks auch mal gegen alte Decks spielen kann, um zu gucken, wie sich das damals so angefühlt hat. Da gibt es jede Menge Legacy-Content. Also, wenn ihr nichts zu tun habt und eine Webcam, kommt einfach mal vorbei. Wir sind offen für alle. Dann bis zum nächsten Mal.